Abnehmen ohne zu hungern. 10 Kilo in 2 Wochen verlieren, nie wieder Übergewicht. Würde wirklich fast jeder Zweite in Österreich zu dick sein, wenn diese Versprechen wahr wären? Diäten stehen zum Jahreswechsel hoch im Kurs. Die Frage ist nur, welche Diät ist die richtige? Die Formel dafür ist ja eigentlich ganz einfach. Mehr Kalorien verbrauchen, als man zu sich nimmt. In der Praxis ist das aber schwer umsetzbar. Darum hoffen viele auf ein Wundermittel. Das gibt's aber leider nicht. Sabine Riedl hat sich aber ein paar Möglichkeiten angeschaut, wie man trotzdem Gewicht verlieren kann und nicht nur die Brieftasche dünn wird. Völlern und feiern, das gehört zu Weihnachten wie Christbaumkugeln und Kekse. Die Reue folgt traditionell erst nach dem Jahreswechsel. Meist ein Schock, der erste Gang auf die Waage. So ging es auch Andreas Raub. Der Topmanager entschied sich für die harte Tour. Vor 3 Jahren und mit einem Höchstgewicht von 140 Kilo begann er im Boxclub Bounce mit Managerboxen. Hier steht er im Ring mit unserem Europameister im Mittelgewicht, Markus Nader. Irgendwie hat mich der Blitz getroffen und ich habe gedacht, so kann es nicht weitergehen. Nach 40 Jahren zunehmen. Und wie alle Menschen auf dieser Erde, ja, ich muss abnehmen, ja, ich fange am 1. Januar eine Diät an, dann schafft man 2, 3 Kilo und ist froh. Und dann hat man 4 wieder drauf nach 4 Wochen. Und diesen Leidensweg habe ich auch jahrzehntelang mitgemacht. Und irgendwo habe ich vor 4 Jahren, hat mich was im Blitz getroffen, im Kopf getroffen und ich habe mir gesagt, jetzt oder gar nicht, fang an oder lass es. Auf Fotos von früher ist er kaum wiederzuerkennen. Es ist ein Leidensweg, den, ich sag mal, Dicke wollen sich ja nicht eingestehen. Und es gibt ja heute auch für Dicke alles. Es gibt dann irgendwann einen Moment, wo du im C&A stehst und sagst, ich bräuchte ein Jackett Größe 62. Und er sagt, da müssen Sie zu einer anderen Firma, bei uns ist bei 60 Schluss. Und wenn du nach Hemden guckst, die nicht mehr 2 oder 3XL heißen, sondern 4 oder 5XL, für normale Menschen unvorstellbar, das sind Kinderzelte. Und ich habe aus meinem Leidensweg, ich habe alles verkauft, alles verschenkt, bis auf ein Hemd und das hat 4XL. Und wenn ich das heute mal neben mich halte, dann denke ich mir, das kann ich nicht glauben. Es ist Wahnsinn, ja. Der Trend zum Boxen mit Personal Trainer kommt aus Kalifornien, wo Fitness zum Lifestyle gehört. Dort kostet die Stunde 100 Dollar aufwärts. Hier ist sie mit 70 Euro vergleichsweise erschwinglich. Das Boxtraining, wie wir wissen, aus Amerika beispielsweise, von vielen Models, Schauspielern etc., wissen wir, dass das das effektivste Training ist, um abzunehmen. Den Trend merken wir hier natürlich jetzt bei uns, auch bei uns im Verein. Und wir freuen uns immer wieder. Ist auch eine Riesenaufgabe für uns, wenn beispielsweise übergewichtige Leute zu uns kommen, die schlank zu machen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung hat Andreas Raub als Mann der Wirtschaft längst gemacht. Im Vergleich dazu, was mich meine Gesundheit gekostet hätte, wenn ich so weitergemacht hätte oder wenn ich diesen Weg nicht eingeschlagen wäre, dann würde ich hier heute vielleicht nur noch mit Krücken rumlaufen oder ich würde irgendwann früher oder später mit Herzinfarkt, mit allen möglichen Leiden, und die kosten viel, viel mehr Geld als heute eine Personalstunde. Ja? Die Lebensqualität, die man dadurch erreicht, ist mit Geld nicht aufwertbar. Das kann man nicht messen. Das sind die übergewichtigsten Nationen im Vergleich. Am dicksten sind die Amerikaner mit 70% Übergewichtigen. Unsere deutschen Nachbarn sind mit 53% etwas schwerer als der OECD-Schnitt. Österreich hat 47% Übergewichtige. Und am schlanksten sind die Japaner mit 25% Übergewichtigen. Dennoch werden alle Industrienationen dicker und, was den Weg zur Wunschfigur anlangt, immer bequemer. Das bestätigt die Diätexpertin des Vereins für Konsumenteninformation, Nina Siegenthaler. Die Zahl derer, die den schnellen Erfolg suchen, wächst mit dem ausufernden Angebot an Wunderpillen und Mittelchen im Internet. Wir haben immer wieder Anrufe und auch E-Mails, wo sich Konsumenten beschweren, dass sie unendlich viel Geld ausgeben für Kapseln, für Tabletten, für Shakes. Und dass natürlich die erhoffte Wirkung bleibt aus. Es wäre auch zu schön, dass wir alle schlank werden, indem wir 50 Euro dafür zahlen oder vielleicht 100. Das Wundermittel gibt es nicht und es wird es wahrscheinlich fürchterlich langfristig nicht geben. Man muss einfach sich bewegen und sich bei der Ernährung zusammenreißen und da langfristig etwas ändern.
Mit dieser Erkenntnis hat die Mutter aller Diätprogramme schon in den 60er Jahren Furore gemacht. Bis heute sind die Weight Watchers das weltweit beliebteste Programm, um abzuspecken. 90% sind Frauen. Eine von ihnen ist Ingrid Sojak. Sie hat in 2 Jahren 23 Kilo verloren. Auch sie hat vorher alle möglichen Crash-Diäten probiert, nur mit ungewolltem Jojo-Effekt. Jetzt hält sie ihr Gewicht, dank regelmäßiger Kontrolle und Disziplin. Ich glaube, es war so der erste Inbegriff beim Gedanken, ich muss was tun, ich will abnehmen, was tue ich, war das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, eigentlich Weight Watchers. Aber es ist natürlich eine Überwindung, dorthin zu gehen, weil man denkt sich, was macht man dort, was erwartet einen dort, wie schauen die Leute aus, wie schauen sie einen an, muss ich da jetzt wirklich vor allem auf die Waage, und war schon so ein kleines Hindernis, muss ich sagen. Heute hat sie einen eigenen Blog und macht anderen Mut und Appetit auf gesunde Ernährung und Sport. Mit 18 Euro pro Woche und dem einmaligen Mitgliedsbeitrag von 30 Euro sind die Kosten überschaubar. Für mich ist es eine Art Mitgliedsbeitrag, ein monatlicher Beitrag zu meiner Gesundheit. Genauso wie ich in einem Fitnessstudio einen Mitgliedsbeitrag zahlen würde. Und das hält sich wirklich in Grenzen. Also das ist kein Geld, das mir wehtut. Im Schnitt bleiben die Teilnehmerinnen 16 Wochen dabei und kommen so auf Kosten von rund 288 Euro. Was den Erfolg ausmacht, immerhin halten 70% der Weight Watchers ihr Gewicht. Ich brauche jetzt nicht extra kochen für meine Familie oder meinen Partner. Ich kann ins Restaurant gehen, ich kann in die Kantine essen gehen. Ich kann auch einmal ein schnelles Menü essen oder die Leberkässemmel oder die Zimtschnecke. Ich lerne sehr soft, Prioritäten und Wertigkeiten zu setzen. Und das ist schon ein ganz, ganz großer Faktor. Und natürlich die Gruppe und die Motivation und den Input, den ich dort bekomme. Insgesamt sind Frauen mehrheitlich jene, die Diäten machen und dafür Geld ausgeben. Das ist paradox, weil sie weit weniger übergewichtig sind als Männer, wenigstens hierzulande. Das Verhältnis übergewichtiger Männer zu normalgewichtigen steht 55% zu 45%. Bei Frauen ist es umgekehrt. 61% sind normalgewichtig, 39% sind übergewichtig oder adipös. Auf dieses weibliche Körperbewusstsein ist das Konzept der ersten luxuriösen Schlankheitsklinik Europas zugeschnitten. Mit dem La Pura im ehemaligen Willy-Dungel-Zentrum in Gazankamp hat das erste Wellness- und Diäthotel ausschließlich für Frauen eröffnet. Man folgt dem Trend zur individuellen Betreuung. Dass dabei die Frauen unter sich bleiben, ist entscheidend für den Erfolg beim Abnehmen. Es ist ja nicht nur das weniger Essen, wobei man dazu sagen muss, dass es wichtig ist, dass es nicht nur eine Trinkkur ist oder irgendwelche Fertigprodukte sind, sondern wirklich gekochtes Essen, um den Frauen auch vermitteln zu können, dass sie richtiges Essen umsetzen können mit weniger Kalorien, sondern sie haben auch ein intensives Sportprogramm. Sie haben sowohl ein Einzeltraining mit Personal Trainern, denn jede Frau hat individuelle Trainingszustände, individuelle sportliche Voraussetzungen, als auch Gruppentraining, und wir haben auch mentales Training, und in diesen Phasen kommen natürlich schon Situationen, wo man nicht gerne mit dem anderen Geschlecht konfrontiert ist. Man möchte unter sich sein. Und man geht auch nicht ins Krankenhaus und legt sich mit einem Mann ins Bett. Also das ist ja. Die einzigen Männer des Hauses gehören zum Personal. Das ist die moderne Interpretation der guten alten FX-Meyer-Kur. Darben bei alten Semmeln war gestern. Ich habe 4 Kilo abgenommen in 10 Tagen. Das war eigentlich sehr intensiv. Und haben Sie das Gewicht dann halten können? Ja, ich habe ja zu Hause dann noch ein bisschen weitergemacht und eben ein paar Dinge mir angewohnt. Zum Beispiel, dass jeden Bissen 20 bis 30 Mal kauen. Also ich habe es nicht immer geschafft, aber sehr oft. Es ist schon im Kopf ein bisschen was geändert worden. Ganz billig ist die Sache freilich nicht. Sie haben in 10 Tagen schon ein bisschen was zu absolvieren und zu tun hier. Auf der anderen Seite wieder im Ladies Bar runterkommen und entspannen. Das gehört natürlich auch dazu. Wir haben wunderbare Saunen. Und da rechnet man dann schon so mit 10 Tagen ungefähr mit zwischen 3.000 und 3.500 Euro. Egal zu welchem Preis, Abnehmen erfordert Konsequenz. Wobei nur das ins Gewicht fällt, was man zwischen Neujahr und Weihnachten isst, und nicht umgekehrt. Ganz egal welches Gewicht, wir sind auch nächste Woche wieder für Sie da. Für heute sagen wir danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.